Hallihallo, herzlich willkommen zurück, neue Folge Odyssey und wir begeben uns mal wieder zu Ruinen. Mal sehen, was uns jetzt hier wieder erwarten wird. Palast des Hippomedon. Ich darf mich blicken lassen, nicht erwischen lassen. So, da haben wir den. Sind ja ganz schön auf einen Ort festgelegt hier. Haben sie so eine Riesenfestung oder so einen Riesenpalast und geben sich alle an einen Ort. Das ist irgendwie sehr kontraproduktiv, glaube ich. Naja. Hauptsache, wir kriegen erstmal die Leute hier raus. Raus, komm. Ich weiß, ich bin ein richtiger Arsch, ne? Die Leute, die wir gerade befreit haben, einfach platt machen. Ah, schlimm. Das klang aber ungewöhnlich. Ja. War ja auch ich. So, du kommst jetzt hier schneller her. Das war. Ah, sehr gut. Sehe mal nach, was da los ist. Was ist denn da drinnen los? Als wenn da irgendwo eine Geisel ist oder so? Und die da jetzt kämpfen oder sowas? Okay, also sie träumen wieder von einer ganz großen Kohle und dass sie dann am Ende komplett frei sind, machen können, was sie wollen. Weiß ich nicht, ob das so wird, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja, wir gehen einfach so hoch. Warum auch die Leiter nehmen? Das glaube ich gerne, dass die sich noch ziehen. Das Problem ist, ich will halt auch alles komplett erkunden und so. Und ich weiß, dass es immer so viel Zeit, die da drauf geht. Greift da jemand? Ja. Ist doch okay, wenn der frei wird, oder? Oder muss ich den anderen umbringen da oben? Keine Ahnung, ob das okay ist. Ich meine, ich kann ihn auch noch umbringen, aber... Muss ja vielleicht nicht unbedingt.
ja nicht immer alle Leute umbringen hier. Also den hier würde ich jetzt nicht umnieten. Der ist meine Zeit gar nicht wert, weil ich kriege ja eh keinen Loot raus. Aber bei den anderen kriege ich ja Loot raus. Also warum nicht? So, okay. Okay. Ja, dann dringen wir jetzt mal in die Stadt ein. Ich würde aber sagen, eher erstmal gerne hier hinten. Weil dann können wir noch schnell den Anführer wegmachen. In seinem eigenen Behausungsgerät. Ja, auf geht's. So. Die paar Münzen machen den Braten auch nicht fett. Also wo bin ich hier nur hingekommen? Ja. Wer die Drachmen nicht ehrt, ist die voll aufgewertete Rüstung nicht wert. Ja? Das ist ein Riesenunterschied. Kann man nicht einfach sagen, ja, das brauche ich ja nicht oder so. Das geht nicht. Ja? Das ist ein Lifestyle, da muss man dranbleiben. Das ist keine Modeerscheinung, ja. Das ist wichtig. Das ist Leben. Blut ist Leben. Also zumindest unseres. Also bei den meisten anderen ja dann nicht mehr, weil die sind ja tot, damit wir sie leben können. Aber es geht ums Prinzip. Los doch. So, wer schneidet jetzt wem was raus, hm? Komm ich hier von hinten rein? Oder eher nicht? Okay, na dann muss ich wohl von vorne reinstoßen und dann weitermachen. Kam es wohl von woanders? Stimmt. Lass dich auch nicht von dem Blut abschrecken hier, ja? Das ist überhaupt nicht so schlimm. Da ist alles okay. Im Real Life, mein Freund sagt immer, das letzte Hemd hat auch keine Taschen. Ja, das ist richtig. Ich werde dich finden!
Wann geht denn das noch hoch? Ich wollte eigentlich so schön cool von hier oben und dann... Wie ein cleverer Mensch. Richtig. Jetzt können wir mal ein bisschen sauber auslassen. Versucht schon der Kult die ganze Zeit, das kriegst du nicht hin. Du Lappen. Ah, noch einer. Ah. So, dann klauen wir hier erstmal wieder. Ein Glück können wir nur die Drachmen mitnehmen. Das wäre ja traurig, wenn wir hier wieder mit vollem Inventar rausgehen würden. Aber ne, nochmal auf vorhin zurück. Im Real Life ist das so, ne? Da. Pilgerhandschuhe. Ja, da sagt man ja, okay, klar, das letzte Hemd, was du kriegst, hat keine Taschen. Das Geld kannst du eh nicht mitnehmen. Aber hier geht es ja darum, dass wir noch ein ganz großes Ziel vor Augen haben. So, einerseits das Schiff noch komplett auszubauen, also den Rest davon. Und auf der anderen Seite uns noch auf Level 100 komplett auszubauen. Und dann natürlich noch die Gravuren, die wir wichtig brauchen oder die wir am meisten brauchen, die auch auf 100% auszubauen. Und da, das kostet alles. Ja? Da müssen wir hustlen, wie das heute auf Neudeutsch so schön heißt, ja. Da muss die Cassandra jede Drachme zusammenhalten, die sie kriegt. Kann sie nicht so verschwenderisch sein. Das möchtest du nicht wissen. Ich glaube, 160 müssten wir jetzt haben. Wenn ich hier fertig bin... Ich würde ganz gepflegt von 300 ausgehen oder so. Ich weiß es nicht. Aber so in der Dreh würde ich wahrscheinlich schätzen. So, Phaidons Grab. Und hier ist wahrscheinlich jetzt... Das ist wahrscheinlich das Anführerhäusel, ne? Ja, genau. Du, also vor allem, wenn du es mit allen DLCs und sowas gemacht hast, bist du mit 210, bist du ja durchgehetzt schon fast. Wobei, also da, ich bin schon der Meinung, dass ich nicht ganz so der Langsame bin. Aber 210 Stunden, alles auf komplett 100% durchzumachen,
Das ist hart. Also alle Gebiete zu 100% erkundet zu haben und alle Quests gemacht zu haben, alle Haupt, alle Neben. Sämtliche Gebiete zu 100% erkundet. Keine Fragezeichen offen, kein gar nichts. Das sind 200, ist halt wirklich gigantisch schnell. Weil da weiß ich nicht mal, wie das gehen soll. Wenn das so ist, dann zieh ich einen Hut. Das ist schon krass. Das würde ja wirklich bedeuten, dass ich mega lahm bin. Ist halt jetzt nicht wo, außer dass ich halt ab und zu mal hängen bleibe. Das wird ein Schmal. Also Respekt. Ja. Vielleicht halte ich mich manchmal mit Looten zu sehr auf. Ich weiß es nicht. Ich bin aber auch, muss ich aber auch zugeben, ich bin auch wahnsinnig viel einfach die Karte abgefahren und ich habe manchmal einfach stundenlang irgendwelche Schiffe einfach nur gemacht. Da wirklich die ganze Zeit ein Schiff nach dem nächsten abgefrühstückt. Da war ich dann definitiv auch nicht sehr effizient unterwegs. Ich weiß aber auch gerade nicht, was ich anders machen soll, ne? Mindestens gefühlt habe ich jetzt. Lass ich mir jetzt nicht übelst viel Zeit. Naja. Danke, ja, für Origins habe ich auch 100 Platin mit allen DLCs, da waren es nicht 200 Stunden, sondern weniger. Origins habe ich auch deutlich weniger als 200 Stunden, glaube ich, gehabt. Müsste ich nochmal nachgucken? Kann ich gleich mal machen in der Pause. Ah, komm, das Grab machen wir jetzt hier noch in der Folge.
Autsch. Ich pack das ja heute wieder extra hin. Immer du da jetzt nicht runter durchgehst. Mach doch einfach mal den Pfeil, Mann. Aber ja, gut, vielleicht ist es halt wirklich immer das Looten, ne? Von den Sachen, die nicht notwendig sind. So wie die hier. Das kann sein. Ja, DLCs habe ich auch alle durch. Ja. Also Origins. Ich guck gleich mal, was ich da gebraucht habe. Da muss ich aber auch sagen, da muss ich ein bisschen was zurück. Also sowas wegrechnen, weil ich habe dann dort relativ oft, auch nachdem ich schon durch war und zwischendrin und sowas, diese Göttersachen gemacht. Weißt du, was ich meine? Diese Götterherausforderungen, diese Kämpfe, diese großen. Um einfach Punkte zu farmen. Ja, diese Ubisoft Points da. Und das müsste man dann natürlich mal mit wegrechnen, aber ja. So. Remata-Haus. So, wenn wir das haben. Ja, wir gucken mal kurz, was es dort gibt bei diesem Haus. Wenn das noch eine Kleinigkeit ist, dann machen wir die noch fix. Ansonsten gehen wir in die nächste Folge. Und dann haben wir den guten Hippokrates vor uns. Der dann was von uns möchte. Bin mal gespannt wie so ein Flitzebogen, was der von uns wollen könnte. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Ach gut, das ist immer so, Cassandra. Das ist immer so. Hier kommt ein richtiger Krieger! Na, jetzt, also, habe ich alles gefailt gerade. Na komm, schlag zu. Und dann müsste ich jetzt wahrscheinlich einfach gehen. So, weil das Haus ist ja abgeschlossen. Im Normalfall würde ich mir jetzt halt noch die übelste Mühe geben, nicht verfolgt zu werden, nicht so viel auf meinem Verfolgerometer zu bekommen, was Kopfgeld angeht. Ich glaube, das frisst bei mir wirklich viel Zeit, ne? Dieser Spaß dann. Aber irgendwo ist es trotzdem auch schön. Naja, muss ich mal ausprobieren. Weil ich gerade so hier mittendrin bin, mache ich mal hier nach oben das Fragezeichen noch. Und dann sprechen wir mit Hippokrates. So,
Dann haben wir auch schon alles erledigt und vielleicht können wir dann wieder ein bisschen Zeit herausholen, weil dann die Quest schnell geht. Vielleicht. Manchmal ist das ja so. Ah, Kultisten, ja. Was denn? Alter! Oh, das ist ja geil! Moment. Tja, das ist ja. Also. Das muss ich mir jetzt aber hier mal genauer angucken, alles. Nee, also, ne, alle Orte will ich trotzdem weiter mitnehmen, aber vielleicht kümmere ich mich bei manchen Orten mal mehr nur um das, um die Hauptaufgabe und das war's dann oder so, mal gucken. Ja, gut, dann haben wir als nächstes nur noch Hippokrates und dann haben wir eigentlich erstmal alles erkundet, was es hier gibt. Na gut, wir haben hier noch diese erschöpfte Silbermine, ne? Nicht, ob man da dann doch noch mal hin müsste. Das ist die Höhle des Pan. Na gut, das mit den Karten muss ich mir noch mal anschauen. Alles klar, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Ciao.